Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen grausamen Folge Resident Evil 4 aus dem Jahre 2005. Weiter geht's! In der letzten Folge sind wir hier gelandet, müssen die Tür öffnen, haben leider eigentlich überhaupt keine einzige Munition mehr, weder für Sturmgewehr noch für Shotgun. Nicht mal Heilung haben wir mehr und müssen jetzt in die Hölle des Abgrunds. Also mehr in die Hölle können wir nicht gehen, aber wir müssen mit dem Lift runterfahren in die Hölle. So geht natürlich weiter. War so klar. Während das Teil losfährt, soll ich einsteigen. Ja moin, funktioniert sogar. Arschgesichter. Aua. Ach, ist süß. Aua. Ich hab ja gar nichts. Weder Muni. Noch irgendwas. Also lade ich erstmal nicht durch. Ich meine, sind wir jetzt beide angeschlagen. Dann laufen wir erstmal One-Shot weiter. Mann. Eine Blendgranate. Okay, perfekt. Zerstören oder was? Das Blut ist noch frisch. Extra wofür so ein scheiß Rubin.
Gehen wir mal beide, wir beide, ne? Das ist eine gute Idee. Gute Idee. Erstmal handeln wir. Welcome. Welcome home. Welcome home, Alter. 3000 will er dafür, Alter. Bist du geldgeil, Alter. Der ist richtig geldgeil. Ja, irgendwann mal. Wenn du nicht so geldgeil wärst, dann ja, komme ich gerne zurück. Hier liegt nichts mehr. Gehen wir weiter. Ab zum nächsten El Bosse. El Bossa. El Bossa, Alter. You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. She-Hulk? Hulk? Oh, der Knöpfe gedrückt. Haha. Hasta luego. Anstatt Hasta luego. Nee, Hasta luego. Lass ihn mutieren. Lass ihn gleich zu Wolverine mit ekelhaften Armen werden. Alter, was bist du denn? Hässigen Monster finde, weiß ich doch selber. Der hat mich umgebracht. Obwohl ich nur gelootet habe. Ich bin gestorben durch Looten. Tod durch Looten. Und deswegen lootet man nicht einfach. So, die nächste Reihe wird wieder so. Und dann können wir uns wieder geradewegs bewegen. Alter. Ich hab doch noch... Scheiße! Mann! Das verändert sich auch jedes Mal. Das ist ein bisschen nervtötend. Ich weiß nicht, wer genau, wie sich das also vorstellt. Also genau will ich das auch nicht wissen. Na gut, so müssten wir gut klarkommen eigentlich. Recht gesagt, mit der Munition werde ich erstmal, glaube ich, mit der Pistole ein bisschen spielen. Aber es kommen natürlich auch schwierigere Gegner. Habe ich auch gesehen. Sogar ein sehr starker Boss.
Aua. Aua. Heil dich. Auf, direkt heilen. Scheiße, war das knapp. Oh Gott. Jetzt mein Aua. Ach, warte noch, warte. Und leer geschossen. Warten. Schiefmann ist tot. Ich habe ihn, er ist tot. Er ist gedaddet. Also wenn er jetzt noch aufstehen kann, Zeit für eine Neuwahl. Ja. Das brauchen wir uns ja nicht anzugucken, dass er sich das Teil aus dem Auge rauszieht. Das brauchen wir uns echt nicht zu geben. Das ist echt abartig. Aber egal. Ich muss ein bisschen Ordnung machen. Also jetzt habe ich zwar wieder Muni. Ich habe gefühlt nicht alles ausgebraucht, was hier ist. Also alles, was da lag, das habe ich nicht komplett genutzt, ne? Ich kann mir echt stolz auf mich sein, dass ich nicht alles genommen habe, hier, was hier liegt. Ein paar Sachen können wir auch für Ashley gebrauchen. So. Hier hinten irgendwo noch was? Nein, da liegt eine Brandgranate. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Brandgranate gut was gebracht hätte, bei vor allem gegen ihn. Aber wenn mir das Spiel schon Brandgranaten gibt, Alter, wir müssen sparend umgehen jetzt. Ich habe nicht viel. Also wirklich, ich habe wirklich nicht viel. Müssen wir auch X. Oh, komm, ich heile dich mal. Ich habe keinen Bock, dass du so rumläufst. So angeschlagen. Also Chief Mendes ist jetzt tot.
könnte mir vorstellen, dass es hier Dings abfacken wird. Also hier den Sad, Mr. Sadler, seine Gefolgsleute. Die sind sehr hässlich. Könnte mir aber auch vorstellen, dass mit Abstand der stärkste es noch einen weitaus stärkeren Boss gibt, als man denkt. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass das nicht der stärkste war. Es kommt safe irgendwie noch so ein starker, der ja viel, viel mächtiger ist, aber naja. Ich spiele das Spiel schon seit 3 Stunden, holy shit, und habe jetzt schon für halbe Bossfights. Er war bis jetzt der erste Boss, der mich beim ersten Versuch umgebracht hat. War er, glaube ich, sogar der erste. What are you buying? I'm buying the Raketen, der war. Kaufe ich mir ihn später mal. Is that all? Vielleicht tun wir erstmal das da mit rein. Also, dass ich mehr Platz habe. Hilfe brauche ich natürlich auch, ist ja klar. Zack. Zack. Thank you. What are you buying? What are you buying? Is that all? Is that not enough cash? Is it? Thank you. Come back anytime. Vielleicht später. Sehen uns eh, glaube ich, häufiger mit ihm. Also, ja. Kannst ja im Grunde sagen, was du willst. Da kommt eh nochmal wieder. Irgendwas sagt mir, es wird noch tatsächlich noch schlimmer als das da. Kann natürlich sagen, was man will, aber irgendwie war das ja gerade nicht so das Schlimmste. Jetzt geht's wieder scheiße hoch. Also gefährlich. Oh, diesmal nicht. Diesmal geht der Instant hoch. So, wir haben das Glasauge von Chief Mendes. Wir können das hier reinlegen. Das ist so abartig. Vor allem, dass er. Funktioniert einfach. Also wenn du das Auge jetzt weiterhin behältst, dann bist du echt abartig. Eine scheiß Festung, ist ja klar. Kommt auf diese ganzen idiotischen Scheißideen, Alter. Ja, instant tot. What the fuck ist das für eine Scharfschützgewehr geworden? Das aber hat sich komplett verändert, Alter. Ach ja. Stimmt ja, ich muss das ja erstmal kombinieren mit der. So. Guckt euch das mal an. Jetzt hat sich die Waffe komplett. Oh mein. Oh scheiße. Nach hinten. Dankeschön. Damit. Wir hauen ihn besser ab. Machen Abgang. Komm, Sherry. Sherry. Jetzt sage ich sogar Sherry, Alter. Ashley. Komm mit. Ab über die Mauer. Ab hier schnell weg. On the other side of the bridge. Yeah.
my country! You take that one. Okay. Ready? Tom, hide! Come on. Yeah. Vor allem, dass ich jetzt beide Resident Evil Teile habe, ist geil. Das 3-1 ist das nächste Kapitel. Speichern will ich auf jeden Fall. Weil Chief Mendes war jetzt gerade nicht ohne. 3-1, 3-2 und dann kommt ja noch 3-3. Oh Gott, jetzt wird's ekelhaft. Die Festung der Einsamkeit. Vor allem, dass er nicht einfach... Vor allem, dass wirklich hier einfach mal irgendwelche Kisten in so einer Festung stehen. Irgendwelche Fässer, die man einfach zerstört. Und dann bekommt man Munition. So geht's. Tutorial. Tutorial. Na, wo bist du? Da bist du. Ist hier vielleicht irgendwas Nützliches für mich? Danke fürs Kraut. Okay. Das ist wahrscheinlich der Saal oder so ähnlich. Wenigstens nochmal zur Sicherheit speichern. Es kann manchmal auch sein, wenn ich jetzt speichere, dass ich dann wenigstens noch alles habe. Wir haben 24 Mal gespeichert bis jetzt. Okay. Welcome. Welcome. Weil ich finde, wo ist sie denn über 4? What are you buying? Not enough cash. Was meinst du? Digga, what the fuck? Schrottgewehr. Sturmgewehr, halb automatisch. What are you selling? Ich hab keine Ahnung, was will ich denn tun? Is that all, stranger? Thank you. What are you buying? Digga, du hast so viele Waffen. Come back anytime. Jetzt kommt er plötzlich auf einmal mit so einer Waffe. Ist er mit dem falsch gelaufen? Oder er weiß davon schon, was da alles gleich passieren wird in dieser Festung. Und ich denke mir einfach nur so, ja, gehe ich einfach rein. Denk mir nichts dabei. Ich glaube, Leon ist echt der einzige Mensch. Wait. Du Scheiße, was ist das denn? Follow me. Ding. Nächste Woche, go ahead, la. Scheiße, das wird hart. Das wird ein ganzer Haufen Arbeit. Und was für eine Arbeit das wird. Wenn wir erschießen. Scheiße. Scheiße, ach du Scheiße! Aua! Oh! No. Wie hab ich das denn überlebt? What the fuck? Was für Seller, Ghost Seller. Junge, das wird hart. Das wird härter als keine Ahnung. Oh mein Gott! Wer hat sich diese Scheiße ausgedacht? Ah, brauche ich nicht nochmal zu sehen. Ich brauche einen toten Winkel. Ohne einen toten Winkel könnte ich, glaube ich, gar nichts erreichen. Ein bisschen nach hinten.
Nein! Nicht schon wieder. Okay, das wird hart. Das wird hart, aber glaube ich. Oh mein Gott, das wird härter als. Keine Ahnung, oh mein Gott. Ich könnte. Oh mein Gott, warum denke ich da nicht früher dran? Gehen wir mal kurz auf den Weg. Ich könnte ja mein Scharfschützgewehr erstmal verkaufen. Weil der hat ja ein ganz neues Scharfschützgewehr, was da liegen. Und das nehmen wir mal mit. Welcome. Ist daran überlegt man irgendwie ganz zum Schluss. Keine Ahnung. Ich weiß selbst nicht, was ich machen wolle. Ganz ehrlich, ich hab's gerade vergessen. Und das heißt aber Sturmgewehr, ne? What are you buying? Keine Ahnung. Black Tail. Punisher. Sturmgewehr. Not enough cash. Is that okay? Oh, scheiße, muss ich das mal mitnehmen. Come. Ach mein Güte. Na gut, geschweiert habe ich eh. Deswegen, tschüss.